Hola und guten Morgen! Light Gaming ist mal wieder back in business und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Victory Fire hier auf meinem Kanal. Ja, das war's im Prinzip davon, von der Anmoderation. Wir sind jetzt in Part 15 angelangt. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt wieder versuchen werde, öfters Victory Fire Parts aufzunehmen und auch hochzuladen natürlich. Und deshalb gibt's jetzt hier auch schon direkt den nächsten einen Tag, nachdem der letzte Part hochgeladen wurde. Ja. Gut, so viel dazu. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, hier diesen Pfad, diesen Weg weiterzugehen. Ein paar Gegner, ein paar Trainer wegficken. Ja, ich sag's jetzt einfach, ich fix sie weg, die alten. Nein, natürlich ein paar Gegner hier besiegen, ein bisschen EP sammeln mit unserem Ortlader, denn das muss auch langsamer auf Level 30 zukommen. Und ich glaube, Slash war da gerade der falsche Move für. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mir mal wieder gedacht, im letzten Part habe ich ein bisschen viel unnötiges Zeug gelabert und dachte mir so, hey, das muss ich auf jeden Fall ändern und habe deshalb mir wieder ein paar Fragen aus dem letzten Part herausgesucht, die ich dann heute beantworten werde. Wenn eure Fragen noch nicht dabei sind, dann werden die das höchstwahrscheinlich auch noch tun. Ansonsten stellt mir einfach weitere Fragen hier unter diesem Video. Die werde ich dann auch in den nächsten Parts beantworten, wenn ich die interessant finde und so weiter. Und vielleicht auch mit ein oder anderen Gästen dabei. Aber gut, das war's jetzt erstmal dazu. Ich besiege das Kabuto. Währenddessen lese ich auf jeden Fall schon mal die erste Frage vor. Die Fragen kommen übrigens vom Njord Snio. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Ist echt kein alltäglicher Name, aber gut. So, die Frage. VBT oder JBB? Für die, die nicht wissen, was damit gemeint ist, das ist einmal, ja, das VBT, das Video Battle Tournament, oder? Ich glaube schon, ich habe keine Ahnung, mich interessiert dieses Battle auf jeden Fall nicht. Und das JBB ist das Julians Block Battle, das sind zwei verschiedene Rap-Battle-Turniere auf YouTube. Für die, die es halt nicht wissen, was jetzt damit gemeint ist, und ich bin auf jeden Fall für das Julians Block Battle, weil, ja, da sind einfach qualitativ hochwertigere Battle Rapper und ich finde Julians Blog allgemein und Julian selbst natürlich ziemlich genial. Deshalb schaue ich mir diese Videos an und bin da auch so ein Verfechter von und finde das einfach viel geiler als VBT. Aber ja, das ist wie gesagt eine persönliche Meinung. Und bevor ich jetzt zu viel darüber rede, ohne dass halt viele Leute wissen, was damit jetzt gemeint ist, gehe ich am besten direkt mal über zur nächsten Frage. Und zwar, hättest du lieber eine Weste von Peter Parker oder eine Parker von Kanye West? Wow, diese Frage, ich muss sagen, die hat mich am Anfang, als ich sie gelesen habe, wow, wir haben nur noch ein KP, was ist gerade passiert? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Wow, Ortler schon wieder down, nice. Nein, ich musste schon lachen, als ich die Frage das erste Mal gelesen habe, muss ich tatsächlich sagen, weil, ja, wer kommt auf so einen Scheiß? Ich meine, komm schon, aber ich glaube, ich würde mich dann doch für die Weste von Peter Parker entscheiden, weil, ich meine, wenn ich so eine, wenn... Oh, das ist noch Typ Boden, ne? Stimmt, das ist nicht nur Typ Gestein. Dann macht das natürlich Sinn, hier auf Biss zu gehen. Und kriegen sogar einen Crit schön. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich wahrscheinlich von dem Parker von Kanye West, ich meine, guck mal, wenn der den Parker schon mal anhatte, Kanye West ist schwarz und dann, ja, weiß ich nicht, ob der mit Ebola infiziert. Nein. Weg von dem schwarzen Humor, vielleicht verstehen ihn manche falsch. Nee, das ist mir eigentlich im Prinzip egal. Ich glaube, ich würde aber eher die Weste von Peter Parker nehmen, weil. Ja, Peter Parker ist schon real, würde ich sagen. Und so weiter. Aber gut, nächste Frage. Bayern oder Dortmund? Jetzt in Bezug auf Fußball. Und da muss ich auf jeden Fall sagen, Bayern nicht. Nein, garantiert nicht, weil ich bin schon Dortmund-Fan, schon seit Geburt an. Nein, seit ich mich für Fußball interessiere. Und ja, das hat einen Grund, den aber jetzt, ich glaube, den habe ich schon mal erklärt. Und es liegt einfach an einem Fußballspieler, wo ich früher dachte, dass das Ronaldo wäre, war es aber nicht. Und da war ich zu dumm, um das zu erkennen. Und bin dann einfach Dortmund-Fan geblieben und ich liebe diesen Verein seitdem. Und ich mag Bayern nicht, deshalb, ja, tut's mir leid für alle, die jetzt Bayern-Fans sind. Aber ich mag diesen Verein nicht unbedingt. Ich finde den an sich von der Wirtschaft her gut und was sie alles anstellen, ist auf jeden Fall schlau. Und die wissen auf jeden Fall, was sie tun, ist ein guter Verein. Aber ich bin kein Fan davon und deshalb, ja, bleibe ich bei Dortmund, mein Verein. Und ich rede schon wieder zu viel unnötiges Zeug darüber, aber auch egal. Gehen wir einfach mal zur nächsten Frage über und zwar... die perfekte Pizza, die verpackte, habe ich gerade, ich habe gerade nicht wirklich die verpackte Pizza. Wow, wow, ich bin so verplant heute, ich bin echt müde, komme nämlich gerade aus der Schule, habe jetzt erstmal Wochenende, aber gut. Wow, die verpackte Pizza, natürlich, nein, die perfekte Pizza ist womit belegt? Das könnte ein super Zungenbrecher sein, so die verpackte Pizza ist mit, aber gut. Die perfekte Pizza für mich, das mag sich jetzt vielleicht irgendwie pervers, komisch oder sonst was anhören, aber ich... bin
ein Fan und ich esse die auch schon. Ich gehe übrigens kurz mal zum Pokémon Center. Bin ein übelster Fan von einer Pizza Spaghetti. Wer die nicht kennt, das ist einfach eine Pizza. Also eine ganz normale Pizza Margherita praktisch mit Fleischsoße, also mit Bolognese-Soße und Spaghetti drauf. Und die ist einfach, das ist die perfekte Pizza. Ich weiß nicht, ob das jeder so sieht oder ob ich einfach nur krank bin, aber das ist, die Pizza schmeckt einfach genial. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die mal aus Jux und Lollerei einfach mal probiert, weil die stand da so auf der Karte. Ich habe mir so gedacht, what the fuck, Pizza mit Spaghetti drauf. Musst du mal probieren und das habe ich gemacht und die hat einfach geil geschmeckt und deshalb ist das mittlerweile meine Lieblingspizza. Und wenn es die mal in irgendeinem Restaurant, in irgendeiner Pizzeria gibt, dann bestelle ich mir die auch, weil ich meine, es ist zwar schwer zu essen, diese Pizza, das muss man tatsächlich sagen, weil ich meine, die Pizza, ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein Pizzastück mit richtig viel Spaghetti drauf und das muss man auch erstmal alles so in den Mund kriegen und so, das ist halt echt schwer, das zu koordinieren, sage ich mal. Also, doch schon so ein Problem, muss man sagen. Und ich frage mich, warum ich nicht auf Twister gegangen bin, das war sehr effektiv, ich doof. Aber gut, das reicht nicht mal aus, wow, okay. Aber wir sind Level 27, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht und ich lese einfach mal die nächste Frage, bevor ich mich hier darin verirre. Und zwar spielst du League of Legends? Mann, was ein Wort. Nö. Ich hab das mal bei meinem Bruder gesehen, wie der das gespielt hat. Der sucht die, das ist aber auch schon etwas länger her und da hat's mich irgendwie mal interessiert. Ich hab's dann aber nicht geschafft, es mir zu downloaden. Das ist noch, weil ich so einen krüppeligen, mickrigen Laptop hatte und ich bin allgemein nicht so ein Fan von solchen Spielen, genauso was wie World of Warcraft. Das hat mich nie alles interessiert und genau aus dem Grund, ja, bin ich kein Fan davon und spiele es auch nicht gerne. Ich habe jetzt League of Legends mal gespielt und höre immer, wie ein paar Freunde von mir darüber reden und schwärmen und was weiß ich. Aber, nö, mir gefällt das Spiel nicht. Also ich finde, das Spielprinzip ist zwar an sich interessant und bestimmt auch süchtig machend, suchtgefährdend, aber ich bin trotzdem überhaupt kein Fan davon und deshalb, nö, League of Legends ist überhaupt nicht mein Spiel. Warum sage ich eigentlich League of Legends? Das heißt League of Legends, aber egal. Ich mag das Spiel auf jeden Fall nicht, was aber nicht bedeutet, dass das Spiel schlecht ist. Ich habe einfach nur nicht genug Erfahrung und auch keine Zeit oder Lust, mir da irgendwie was reinzulesen, sodass ich das Spiel halt besser kann und sonst was. Habe auch gar nicht die Möglichkeit irgendwie, weil ich habe halt nur so einen mickrigen Laptop und ja, habe keine Lust, mir da jetzt irgendwie noch extra einen PC für zu holen, weil ich glaube, auf dem Laptop, den ich hier benutze, würde das nicht so gut laufen, aber ist ja auch egal. So, nächste Frage. Stehst du in der Öffentlichkeit zum Pokémon-Spielen oder ist es dir peinlich? Peinlich? Überhaupt nicht, nö. Also, wenn mich einer fragen würde, dann würde ich sagen, dass ich das spiele, aber mich fragt halt nie einer, ob ich Pokémon spiele oder sonst was. Das ist halt manchmal auch so gewesen. Also ich sag mal so, ich nehme jetzt keinen DS oder sonst was mit in die Schule und zock das da, weil ich halt immer noch nie, also das ist halt ein bisschen irgendwie süchtig machen oder sonst was, finde ich. Aber wenn ich zu Hause bin und ich spiele das, dann spiele ich das halt. Wenn mich einer fragt, ob ich irgendwie YouTube-Videos davon hochlade, würde ich auch sagen, ja klar, warum nicht? Ich meine, was, wenn juckt's, wenn einer damit ein Problem hat, dann hat er ein Problem und nicht ich. Und genauso steht das auch für Pokémon. Also es ist erstens ein Spiel, was sowieso für jedes Alter geeignet ist. Und wenn jemand League of Legends spielt, verdammt, dann ist das genauso wie wenn einer Pokémon spielt, finde ich einfach. Und deshalb, ja, weiß ich nicht, warum man sich darüber aufregt. Vielleicht ist es ein Kinderspiel, aber ich bin immer noch ein Kind und wenn ich das spielen will, dann ist das von mir aus egal. Also mir macht's Spaß, von daher weiß ich nicht, warum mir das irgendwie peinlich sein sollte. Ihr könnt ja mal gerne auch schreiben, ob ihr da irgendwelche Probleme habt, ob ihr erstens dazu steht und wenn ihr dazu steht, ob ihr dann deshalb schon mal ausgelacht worden seid oder sonst was. Das kann ja auch sein, man weiß es nicht. Knospi, wie süß. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt auch noch nie jemanden erlebt, der einen deshalb auslacht und wenn er einen deshalb auslacht, dann ist der schon eine richtige Missgeburt. Aber gut. Davon mal so abgesehen, wir sind auf jeden Fall hier übrigens gerade auf dem Weg, damit ich nochmal aufs Let's Play eingehe, irgendwie auf dem Weg ins, ich weiß nicht wohin, also irgendwo gehen wir gerade hin, wohin genau, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall gehen wir irgendwo hin und scheint auf jeden Fall der richtige Weg zu sein, weil hier gibt es immer noch Trainer, die gegen uns kämpfen wollen. Was mich nur ein bisschen abfuckt, ist, dass Odla schon wieder gestorben ist durch eben einen Flügelschlag, weil ich einfach ein bisschen abgelenkt bin und so und, ich einfach mal hoffe, dass es nicht irgendwie zu krass underlevelt wird oder so. Es ist halt auch noch ziemlich schwach, das muss man dazu sagen. Also die Attacken sind jetzt nicht allzu scheiße, aber ich denke mal, ihr versteht, wenn ich sage, dass das halt ein
bisschen doof ist, weil es entwickelt sich halt, glaube ich, erst auf Level 38. Das ist noch eine lange Zeit bis dahin. Und das könnte echt etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber gut. So, wir geben dir jetzt erstmal unsere Nummer, dem Gitarristen hier, und ich lese einfach mal die nächste Frage kurz vor, muss deshalb hier ein bisschen mal kurz aufs Handy schauen. Und zwar, Lyant oder Justin Bieber. Wow, du Arschloch. Nein, eigentlich eine ganz einfache Frage. Lyant finde ich absolut ekelhaft. Ich kenne den ja von den Videos her und sowas. Hab halt schon ab und zu mal ein Video von dem gesehen und das fand ich einfach so richtig. Erstmal übelst kindisch, dann ist er einfach nur, stellt er sich dumm an wie ein Stück Scheiße und macht auch noch so dreckige, ekelhafte Videos. Also mein Fan, also ich bin überhaupt kein Fan von ihm und mag ihn auch überhaupt nicht. Und seine Musik erst recht nicht, falls es darauf bezogen ist. Und Justin Bieber kenne ich persönlich nicht. Ich habe auch noch nie irgendwelche Videos von dem angeschaut. Die Musik ist auf jeden Fall nicht mein Fall, aber ich verstehe auch nicht, warum den so viele als schwul bezeichnen. Ich meine, der hatte Selena Gomez als Freundin. Ich meine, Jungs, warum nicht? Kann man mal vögeln? Ja, nein, mal abgesehen davon, also ich finde ihn jetzt nicht schwul oder so. Ein paar Lieder von dem kann man sich sogar mal geben. Aber mein Fall ist er auch nicht, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Justin Bieber ein besserer Rapper, besserer Sänger, wie auch immer, besserer Mensch ist als Lyant. So viel kann man, denke ich mal, dazu sagen, aber gut, no homo, Leute. Die beste Serie, ich hoffe mal, das bezieht sich jetzt aufs Fernsehen, also im Fernsehen, dass es die besten Serien sind für mich, Two and a Half Men, ganz eindeutig. Weitere Serien, die ich so gucke, waren What's Up Dad früher zum Beispiel. King of Queens ist auch ganz cool, wobei ich das halt selten gucke. Und ja, sonst so Animes wie Parasite oder Akame ga Kill gucke ich im Moment und ist auch übelst krass. Das brauche ich auch noch 2 Folgen, dann ist das zu Ende. Und ist echt eine Hammer-Sache. Und wenn ich dieses Video hier praktisch zu Ende aufgenommen habe gleich, werde ich mir die Folgen auch beide direkt reinziehen, weil ich will unbedingt wissen, wie es zu Ende geht. Aber gut, der will's wissen, ja. Aber ja, das war's so im Prinzip. Also Animes, allgemein Death Note kann ich auch nochmal erwähnen. Aber wenn das jetzt mit Serien nicht gemeint ist, auf jeden Fall Two and a Half Men. Wer die Serie nicht geschaut hat oder nicht so gerne schaut, mit dem ist echt irgendwas verquer. Also ihr müsst euch unbedingt diese Serie anschauen, die ist einfach perfekt, finde ich. Aber gut. Hab sie auch schon bestimmt 10-mal durchgeguckt, ich weiß nicht warum, aber ich mach's einfach und es macht immer noch Spaß. So, nächste Frage, hast du eine Brille? Nö, ich trage keine Brille und wenn ich eine Brille tragen würde, dann wäre das doch nicht schlimm, aber nö, ich trage keine Brille und ihr werdet das höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal bald sehen, wenn ich mich dann per Facecam irgendwann mal zeigen werde. Wann genau, weiß ich noch nicht, erst wenn ich umgezogen bin, wann genau das sein wird, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall momentan noch nicht irgendwie so eine Aussicht, dass ich umziehe. Ich hoffe mal, dass das bis zum Ende des Jahres hinfällig ist, weil ich will hier nicht mehr wohnen, in der Wohnung, wo ich momentan bin, falls das überhaupt irgendeinen interessiert. So viel dazu auf jeden Fall. Hier ist eine Höhle, nice. Und ja, so viel dazu auf jeden Fall. Mount Skywar, the highest mountain of Tyran Region. Okay, der höchste Berg, also in der Tyran-Region. Wir besiegen jetzt erstmal den Trainer, der da war und flüchten vor diesem Kikugi, was mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Und schauen wir mal, was uns dieser Trainer, diese kleine Trainerin hier zu sagen hat. Aber ja, auf jeden Fall habe ich keine Brille und ich weiß nicht, also per Facecam, dazu kommt gleich noch eine Frage, da werde ich dann näher drauf eingehen. Und gehe jetzt erstmal mit der nächsten Frage. Hattest du schon mal einen Autounfall, beziehungsweise warst beteiligt? Nö. Ich mache ja, wie gesagt, wie ihr im letzten Part vielleicht schon mitbekommen habt, mache ich gerade erst meinen Führerschein, habe also dementsprechend noch keine Erfahrung mit Autofahren selbst und war auch noch nie irgendwie in einen verwickelt. Also ich weiß, dass mein Bruder mal einen Unfall gebaut hatte, da war ich aber nicht dabei und deshalb kann ich da nicht viel zu erzählen. Wie gesagt, er ist nur einem hinten reingefahren, weil es auf der Straße glatt war wegen dem Schnee und dem Eis und so, aber so wirklich was mitbekommen davon habe ich noch nie. Man sieht es zwar manchmal so auf der Autobahn, wenn man daran vorbeifährt, dass da irgendwie so 2 Autos zusammengeknallt sind, aber sowas Heftiges, wie gesagt, noch nicht und bin froh, dass ich da keine Erfahrung mit habe. So, jetzt die Frage, würde es irgendwann eine Facecam geben? Habe ich ja gerade schon gesagt, die wird es bestimmt irgendwann mal in irgendeinem Projekt geben, aber ich bezweifle, dass das in näherer Zukunft so sein wird, weil, wie gesagt, ich bin halt gerade noch in der Wohnung und hier sind ziemlich komische Verhältnisse. Ich will auf jeden Fall, wenn ich meinen Führerschein habe und in der neuen Wohnung, habe ich ein bisschen Geld zur Verfügung, kaufe mir dann vielleicht einen PC, eine ordentliche Webcam und dann passt das. Wie gesagt, die Lichtverhältnisse sind hier ziemlich kacke und ich habe nur so eine Webcam in meinem Laptop eingebaut und deshalb wäre die Qualität überhaupt nicht gut. Und wenn ich das mache, dann will ich wenigstens die Qualität hochhalten, weil ich das schon besser finde.
wenn ich damit anfange, weil ich möchte, wie gesagt, auf meinem Kanal, ich habe früher echt richtig krasse Scheiße hochgeladen, muss man tatsächlich sagen, von Qualität, von Audioqualität her und von Videoqualität teilweise auch, also da bin ich wirklich froh, dass ich das jetzt hinter mir habe und denke ich mal ganz ordentliche Qualität liefern kann. Die wird sich auch, wenn überhaupt, irgendwann mal verbessern und nicht verschlechtern. Und ja, das war's so dazu gesagt. Also es wird Facecam geben, aber wann genau kann ich euch noch nicht sagen. So, jetzt erstmal hier zum Let's Play. Lili, oh leid, ich habe dich endlich wieder getroffen. Was willst du sagen? Timirich hat den Trickmaster und Miss Violet. Oh, das ist wirklich ein Desaster, wir müssen irgendwas tun, aber anstatt, dass wir hier jetzt hier reden sollten, wie wär's mit einem Kampf? Alles klar, wenn du mir das gerade, was du gerade gesagt hast, stimmt, dann sollten wir nicht kämpfen, sondern denen eher hinterherlaufen. Aber okay, wer sagt schon, dass alles Sinn macht, was ihr so labert? Ich kann ja währenddessen mal die nächste Frage beantworten. Beste Zahnpasta, Jungs. Ich werde jetzt nicht sagen, was für eine Zahnpasta. Ich habe keine Ahnung von Zahnpasta, also lassen wir das einfach. Dein größtes Idol und dein größtes Idol beim Fußball. Wow, wir kennen Freeze. Geil. 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 Oh, wir sind defrosted. Nice. Und ein Quit. Get wrecked, du. Du kannst mich nicht weghexen. Ich bin der Hex. Nein, bin ich nicht, aber egal. Nice. Ja, mein größtes Idol im Fußball. Gute Frage. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten, so. So auf die Schnelle. Ich habe mir da nämlich über die Fragen noch keine großartigen Gedanken gemacht. Zum Fußball kann ich schon mal sagen, Lionel Messi ist einfach ein super Fußballspieler und ziemlich krass gut und das und das und das und das. Deshalb Lionel Messi ist auf jeden Fall so ein Vorbild, ein Idol, was ich habe und von der Position her, wo ich momentan spiele. Wow. Ey, Leute, komm schon. Zweimal Freeze mit Attacken, die nicht mal mehr 10% Chance haben, beide. Das ist da echt unfair. Habe ich irgendwie eine. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal den Supertrank einsetzen. Oder Fresh Water, macht glaube ich mehr Sinn. Damit wir wieder fast voll geheilt sind. Ja, okay, nicht ganz. Ich werde das hier mehr mal verschnellern. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Hab ich einen Eisheiler. Oder irgendeine Beere, die Eis heilt. Ja. Defrost Pokémon, wunderbar. Ich hoffe, dass wir den Angriff jetzt überleben und nicht mehr eingefroren werden. Wow, Echo. Wow, komm schon, Leute. Ist das euer Ernst? Wie soll ich denn jetzt das Lapras da? Okay, ja, okay, ich habe immer. Aber wow, diese Hex. Ich glaube, das hätten wir nämlich sogar überlegt ohne Quit. Aber gut, mein Idol, wie gesagt, Lionel Messi und Andres Iniesta sind so meine Lieblingsfußballspieler auf der Position, die ich habe. Dann gibt es halt noch sowas wie Di Maria, den finde ich richtig krass. Und in Deutschland halt Marco Reus beispielsweise. Und Erik Durm von Dortmund. Aber ja, ich möchte euch da jetzt nicht unbedingt zu viel voll spammen. Und mein Idol so in Real Life, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt. Also mein Vater garantiert nicht. Das liegt nicht daran, dass ich den nicht schätze oder so, aber nö. Der ist halt. Ich habe auch gar nicht so viel Kontakt zu dem, ehrlich gesagt. Also der wohnt gar nicht auch bei mir und so. Und deshalb, ja, ich gehe jetzt mal auf Hypnose. Und wir treffen nicht. Und er geht auf Icebeam und killt uns. Ja, wow, super, super. Dann war es das wohl auch. Er ist schneller und ja, wow, danke schön. Hex, ihr seid mal wieder die Besten. Aber gut, das ist auch nur nebenbei. Wir werden das, wie gesagt, jetzt nochmal ausprobieren. Hier gegen Lapras und so weiter. Wir sind jetzt wieder in Pine Roma Village angekommen. Ich habe keine Lust, aber während dem Weg können wir wenigstens wieder die Frage beantworten. Mein Vorbild in Real Life ist ja, wenn überhaupt, würde ich sagen, mein Bruder vielleicht, weil mein Bruder ist ein Typ, der, ja, es ist halt mein großer Bruder, es ist allgemein so ein Vorbild, deshalb würde ich, wenn überhaupt, irgendwas an ihn nennen, sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wen ich nennen sollte, deshalb. Ja, nenne ich einfach mal meinen Bruder und gehe einfach mal mit der nächsten Frage weiter. Muss hier ein bisschen kurz gerade Multitasking raushauen. Die nächste Frage ist, Lieblings-3DS-Spiel ohne Pokémon. Okay, mein Lieblings-3DS-Spiel ohne Pokémon ist. Auf 3DS, was spiele ich? Also Mario Kart, würde ich sagen. Mario Kart ist schon ein Spiel, was ich halt tierisch gerne spiele. Das macht alleine halt nicht so viel Spaß, aber wenn man das halt mit ein paar Freunden zockt, dann bockt das schon echt. Also schon krass, muss ich sagen. Deshalb, ja, würde ich sagen, Pokémon ist natürlich Top 1. Also top, ne? Und dann kommt Mario Kart, ansonsten vielleicht sowas wie, was habe ich noch so auf dem 3DS?
Gute Frage. Was habe ich noch auf dem 3DS? Bin ich jetzt gerade geistig behindert? Ja, Mario zum Beispiel. Das ist noch so ein Spiel, was ich halt ab und zu gerne spiele. Aber das war's an sich auch. Also, ja, so viele Spiele gibt's da nicht. Aber wie gesagt, Mario Kart würde ich sagen. So, die nächste Frage. Schinken oder Käse? Auch eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall Schinken sagen. Also, Käse ist zwar überbacken auf irgendwas immer mega geil. Aber ich bin dann doch der Fan von Schinken. Weil man das halt immer essen kann, Schinken allgemein. Bombe, Leute. Wow, wie ich einfach über die unnötigste Scheiße rede und es trotzdem geguckt wird. Vielen Dank dafür schon mal, Leute. Echt lustig. Nächste Frage, und wo wir gerade schon bei größte Scheiße sind. Lieblingspornoseite. Das ist natürlich eine interessante Sache, muss ich sagen. Lieblingspornoseite ist... Ujis. Ja, super toll. Ja, er hat das auch hier geschrieben, so in Klammern, dass er halt Ujis mag. Kann ich dir nur zustimmen, Ujis, aber ich will da jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt nochmal genauer drauf eingehen, weil warum sollte ich? Ich meine, komm schon, Pornos sind jetzt nicht unbedingt das, worüber man in Pokémon am liebsten spricht, aber gut, wie gesagt, Ujis. Und damit gehen wir auch weiter. Schönster Mädchenname. Schönster Mädchenname ist, keine Ahnung... Schönster Jungenname hast du auch noch gefragt. Ich denke mal einfach, sagen wir mal, Jacqueline, Chantal, sowas bei Mädchen und bei Jungen auf jeden Fall Kevin. Ganz eindeutig. Ich meine, gibt's einen geileren Namen als Kevin, Leute? Nein, gibt's nicht. Lion vielleicht noch. Der ist auch richtig real. Der Name, der gefällt mir auf jeden Fall. Nächste Frage. Kennst du diesen coolen Jords Neo, der die Fragen übrigens stellt? Ja, den kenne ich. Der ist ein ganz coole Socke. Hat auf jeden Fall ein paar lustige Fragen hier rausgehauen. Und ja. Wow, hat der gerade ernsthaft... Das ist Seher, oder? Die Attacke Seher. Wow, interessant, dass man das auch nochmal sieht. Du setzt jetzt doch bestimmt einen Trank ein, oder? Wenn, dann bist du ein Arsch. Okay, du bist kein Arsch, danke. Nächste Frage. Ketchup oder Mayo? Ich mag beides ehrlich gesagt nicht so sehr. Und jetzt werde ich hier wieder weggehext. Aber das ist mir egal. Ich gehe jetzt einfach in Odla. Kann ich da ein Icebeam von tanken? Ich glaube nicht. Dann wechsle ich lieber in Dragoon. Ja, was soll ich sagen? Ich denke... Was war die Frage? Bin ich geistig behindert? Ketchup oder Mayo? Ja, ich mag Mayo weniger als Ketchup. Also Ketchup schon eher, aber ich mag beides halt nicht unbedingt. Ja, das so viel dazu. So, die nächste Frage. Wir haben übrigens jetzt Pokémon-Trainer Lilly besiegt. Die nächste Frage ist, wäschst du deine Wäsche selber? Nein, tue ich nicht. Dafür hat man ja eine Mutter, ne? Und einen Neger im Keller, aber das nur nebenbei. Und ja, so, Lady hätten wir besiegt, die hat sich dann auch schnell verpisst. Das heißt, wir können jetzt den nächsten Part, Mount Skywall, durchqueren, würde ich sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dieser Part hat euch gefallen. Die Fragen haben euch ein bisschen unterhalten. Wie gesagt, hoffe ich, man weiß ja nie. Hier übrigens noch zwei Fragen. Wie alt ist dein Bruder? Der ist momentan 21. Und Hamster oder Biber? Ich mag Biber sehr, weil die einfach so hässlich sind. Ja, das war's mit den Fragen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir erklimmen dann im nächsten Part Mount Skywall. Schauen mal, was uns da so erwartet. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Konnte euch irgendwie mal wieder unterhalten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.